ist rot. Ja, ja, ist ja gut da hinten. Man muss ja den Bus auch mal testen. Liebe Herrschaften. Kommen Sie in meinen Nomsi. Wärme ist knattert, Wärme ist blond, fahr ich mit dem Nomsi rum. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play oder sagen wir mal Let's Test. Und zwar das Ganze vom Helvetes Facelift. Ich habe mir mal jetzt erst einmal den Dreitürer. Ne, ja doch, den Dreitürer ausgewählt. Vom Facelift von Helvete. Der ist ja gestern erschienen. Und ich muss ja sagen, sieht da gar nicht einmal so schlecht aus, ne? So schlecht sieht er nicht aus. Also, Herr Vita hat hier richtig super Arbeit geleistet, wie ich das sehe. Vom Facelift. Endlich gibt es mal einen echten Facelift. Und nicht nur mit V-Paint dargestellter Facelift. Sondern dieser hier wurde wohl richtig demodelliert als Facelift. Ja, und wir befinden uns hier auf Juling, wie ihr schwer unschwer erkennen könnt. So, dann wollen wir mal reingehen. Ha, sieht doch mal richtig cool aus. Muss man ja ihm mal lassen. Gut, okay, hier ist die polnische Ausführung. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Das wird garantiert auch irgendjemand geben, der dann für Juling und für Julia ein Repaint macht. Da wird sich die Julia bestimmt tierisch drüber freuen. Ja, so sieht er von innen aus. Also ich muss sagen, sieht nicht schlecht aus. Also da steckt richtig super Arbeit drin. Gut ab, muss ich da mal sagen, an der Helvete. Bin ja mal gespannt, wann sein Reisebus rauskommt. Ja, und den gibt's momentan in verschiedenen Ausführungen. Und zwar als Gelenkbus und als Solo. Und davon gibt's dann halt noch, glaube sogar die Überland-Variante. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Tür eigentlich wieder zumachen. Ja. Und dann fahren wir gleich mal ab. So weit ist. Ja, lange musste darauf warten, auf ein Video von mir. Viele haben schon gefragt, nun kommt nicht mehr. Na klar, kommt noch was. Ihr sagt momentan, geht's mir nicht anders wie Julia. Julia baut an ihrer neuen Variante von Juling. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Juling in V4 wird super. Ja, was wir da nachts zusammengesessen haben, ich habe erst eine Weile an SketchUp gearbeitet, habe ihr ein bisschen was von SketchUp gezeigt. Ja, da sind sogar einige Nächte draufgegangen. Jetzt mittlerweile hat sie mir gezeigt, wie das doch besser geht mit Blender. Das heißt, ich kann jetzt langsam mal anfangen für meine Map, für die Weißenseer-Map. Linie 156, 158. Gebäude zu basteln in Blender. Oh, ein bisschen haben wir noch. Ja, wie gesagt, und dadurch, dass wir ja da ein bisschen lange dran gesessen haben, die Nächte uns um die Ohren gehauen haben, ist natürlich der YouTube-Kanal ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber wie gesagt, es ist nichts. Also, es läuft noch. Also, wie gesagt, ich werde noch Videos machen. Wie gesagt, in letzter Zeit gab es ja nicht viel zu zeigen. Weil ich muss jetzt mal echt einen Kritikpunkt loswerden. Mit Alheim, Laurens, oder wie der heißt, Laurensbach, Laurensberg. War nicht ganz so schwer zu installieren, oder ist nicht ganz so schwer zu installieren, weil da muss man, glaube ich, nichts mehr mit zu installieren an Add-ons oder Objekten, wie auch immer. Ja, und dann kam jetzt demnächst noch eine neue Map. Und wie gesagt, da gibt es dann wieder mal Kritikpunkte, wo ich sagen muss, Leute, so geht's nicht. Ihr könnt von den Leuten, ich meine, es mag ja sein, jeder macht seine Objekte. Alles schön und gut. Arbeit soll belohnt werden und klar, ich meine, möchte man auch verhindern, dass die Leute das einfach nehmen und nicht fragen und
Objekte verbauen und so weiter und so fort. Gut, mag alles sein, aber liebe Omsi-Community, ich meine, was bringt mir das, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Map baut, Objekte benutzt von anderen Erstellern und ich schreibe dann in meiner Readme, ja, du brauchst noch dieses Objekt, du brauchst noch dieses Add-on, du brauchst noch jenes, dieses, und dann sind wir so bei 100 Links und dann sagt sich derjenige auch, also das ist mir zu viel oder das ist mir zu kompliziert, ich lasse es lieber. Ich lade mir die Map doch nicht runter oder installiere mir die Map doch nicht. So. Damit ist dann aber auch, sagen wir mal ganz ehrlich, auch niemand geholfen, meint dann auch. Dann, Leute, liebe Ersteller, dann tut euch doch zusammen oder macht die Credit so oder die Copyright so, dass die Leute Map nutzen können, die Objekte sich hinstellen können auf ihrer Map. Ich meine, dazu macht ihr doch diese Objekte, oder nicht? Ich meine, ihr macht doch die Objekte nicht, das, ja toll, ich habe jetzt ein Objekt, ihr baut, na hier, schaut mal, guckt mal. Ne? Ihr wollt ja auch, dass die Dinger benutzt werden. Also dann schreibt doch in euren Credits einfach rein, Leute, ihr dürft die Objekte mitliefern. Und erwähnt den Map, aber den Objektersteller halt in der Readme, in den Credits. Ich meine, das wird doch wohl nicht so schwer sein, oder? Ich meine, gibt doch noch Neulinge, die von Tuten und Blasen nun gar keine Ahnung haben, die Map super finden und dann steht da, ja, du brauchst noch 100.000 Objekte. Ich meine, Leute. Das ist doch Kacke. Ganz ehrlich. Franzstraße? Also ich find's Kacke. Genauso wie Juling. Ordnerin ist schon mit dem Maps-Ordner. Fertig. Läuft. Da musste man nicht extra laden und. So. Dann kommen wir mal hier zu Helvetes Bus zurück. Und bis jetzt lässt er sich ja relativ gut fahren. Aber schauen wir mal. Wir werden noch ein paar Stationen anfahren. Jo, im nächsten Video werde ich euch dann den Gelenkbus von, also den Facelift Gelenk vorstellen. Und Helvete? Ja, und wie gesagt, Juling vor 4, lasst euch überraschen. Mehr werde ich nicht verraten, es wird einiges Neues auf Juling geben. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Boah, was ist das denn jetzt hier? Hoppala. Wahrscheinlich hat er mit ihm. Naja, kennen wir ja nicht anders, war vom Lupi. Naja, ich und meine Bornsteinkanten, wir sind die besten Freunde. Katharinenstraße. Oh, da war rot. Nee, es war noch gelb. Es war noch gelb. Hat keiner gesehen. Oh, was ist denn hier los? Ihr wartet aber jetzt nicht alle auf den Bus, oder? Nee.
Katharinenstraße. Hallo. Boah, es ist kalt hier, wie im Kühlschrank. Eine Kurzstrecke. Bitteschön. Kalt, haben wir die Heizung vergessen. 10 Grad. Willst du? Aber okay. So. Weiter geht's. Ja, da hat der Herr Wede uns doch mal ein richtig schönes Ostergeschenk gemacht. Ohrenstoß. Na, ich muss sagen, hat er gute Arbeit geleistet mit dem Facelift hier. Der fährt sich richtig super. Kann man nicht meckern. Gibt's auch nicht dran auszusetzen. Hat der Hellwete fein gemacht. Guten Tag. Von außen hört er sich auch gut an. Oh! Ist rot. Ja, ja, ist ja gut da hinten. Man muss ja den Bus auch mal testen. Liebe Herrschaften. Ah, Spiegelofen hochflüssig, sehr schön. So muss das sein. So, dann fahren wir jetzt noch die nächste Haltestelle an. Und dann sollte jetzt erstmal hier Wiesen sein. Ja, Julien kennt er ja schon. Halt, geht ja jetzt hier nur um den Bus. Um Helvete seinen Facelift. Was mich stört, ist halt die Kasse. Aber gut, wenn es in Polen solche Kassen gibt, dann ist das halt so. Dann hat ihr die hier da halt so eingebaut. Aber ich denke mal, es wird garantiert noch irgendwelche Leute geben, die dann hier noch fleißig die Kasse ändern werden. Komm hier, Bias.
Klosterkampf. So, meine Lieben. Sagen wir, machen hier jetzt mal Schluss. Das sollte reichen. Ja, Texturen sehen alle, naja gut, okay, ein bisschen verschwommen, aber macht ja nichts. Aber er hat halt gute Arbeit geleistet mit dem Facelift hier. Kann man nicht meckern. Ja, doch nicht zu meckern. Ich bin ja mal gespannt, wie weit sein Lions-Coach ist. Aber er arbeitet an einem, war das ein Lions-Coach? Immer ein Lions-Coach? Wie der wird? Der wird garantiert genauso klasse. Ja, wie gesagt. In der nächsten Folge zeige ich euch den Lenkbus. Und dann hat er ja noch verschiedene Typen. Ich glaube noch einen anderen. So, wie gesagt, das sollte jetzt erstmal hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Euch gefällt der Bus. Download-Link packe ich euch, oder besser gesagt, den Link zum Bus packe ich euch noch in die Beschreibung mit rein. Ja, und dann wartet erstmal. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Euch hat es gefallen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Lumpi.